Hey Freunde, ja, vor einiger Zeit habe ich ein Unboxing zu dieser Amiibo hier gemacht, zum Young Link, der aus Ocarina of Time bzw. Majora's Mask. Ja, es ist vor ungefähr, ich glaube, 2 Jahren ist eine Zelda-Kollektion gekommen mit einem Zelda Ocarina of Time Link, mit einem Skyward Sword Link, mit einem Twilight Princess Link und einem Pixel-Link rausgekommen. Ich bin ein Fan von diesen Zelda-Amiibos, doch es gab eine Amiibo, die ich einfach richtig geil fand. Das war die Pixel-Link-Amiibo. Ich habe sie mir aber nie geholt. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie keinen Bedarf. Doch seit einiger Zeit interessiere ich mich mal wieder etwas mehr für Amiibos. Und ich muss zugeben, es war wirklich krass. Ich habe nachgeguckt und die Amiibo hat anfangs 15 Euro gekostet und kostet teils jetzt schon 30 Euro. Und man kann sie zwar immer noch auf Amazon für 15 Euro finden, aber ich finde immer nur 30 Euro Teile. Auch auf eBay Kleinanzeigen habe ich 20 Euro Dinger gefunden. Aber ja, vielleicht habt ihr ja Glück. Doch, die waren dann eine Zeit lang ausverkauft, aber ich wollte neue haben. Und dann habe ich eine Benachrichtigung von Amazon bekommen, dass es neue Dinger gibt, doch die waren ziemlich teuer. Doch heute habe ich von einem Kumpel als Weihnachtsgeschenk die Amiibo bekommen. Ja, die hat er sich für 15 Euro für mich beim GameStop gekauft. Ja, das ist richtig geil. Endlich habe ich sie und danke an dich, wenn du das Video siehst. Ich habe ihr noch ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Was das ist, das, ja, könnt ihr mal raten. Ja, auf jeden Fall hat er mir dieses Amiibo geschenkt und ich finde es einfach nur richtig, richtig geil. Außerdem habe ich von einer Freundin heute einfach so ein, oder was heißt einfach so, es ist, ein Zelda-Licht bekommen. Das gucken wir uns gleich genauer an. Aber erstmal zum Amiibo. Ich habe die mir geholt und ihr wisst, ich bin ein großer Zelda-Fan und das weiß mein Kumpel auch und er hat mir die einfach geschenkt und das fand ich einfach richtig cool. Für 15 oder 14 Euro, ich weiß nicht mehr genau, hat er sie beim GameStop gekauft. Die waren überall ausverkauft beim Saturn. Die gab es eine Zeit lang oft beim Saturn oder Mediamarkt. Bei meinem Mediamarkt und bei meinem Saturn gab es die nicht mehr. Beim GameStop gab es die auch, aber nicht mehr oft. Bei Müller gab es die nicht mehr. Und im Internet waren die teils schon manchmal sehr teuer. Dieser Amiibo wiegt aber auch einiges im Gegensatz zu der hier. Aber wir werden gleich einen größeren Vergleich machen mit anderen Amiibos, die ich habe. Pixel Link ist der allererste Link gewesen, der rauskam. Nicht von der Timeline her, sondern von den Spielen, die rauskam. Von der Timeline her war es ja der Skyward Sword Link. Hier oben sehen wir auf jeden Fall nochmal den Pixel Link. Hier nochmal die Amiibo, zu der aber gleich mehr. Ja. Und hier steht auch die Funktion. Erstmal, man kann es natürlich für die Switch, für die Wii U, 3DS und für den NFC-Leser benutzen. Den NFC-Leser habe ich übrigens nicht, aber dazu kommt bald ein Unboxing, das werdet ihr sehen. Aber nicht einfach nur den normalen NFC-Leser. Nein, nein, nein. Ihr werdet schon sehen. Hier ist die Funktion. Und zwar kann man in Zelda Breath of the Wild ein richtig gutes Schwert freischalten. Ich weiß nicht, was das für eins ist, aber es sieht eigentlich ziemlich stark aus. Und man kann das erste Zelda-Kostüm freischalten, was man in Zelda 1 für die NES freischalten kann. Ja. Ich würde sagen, wir packen die Amiibo jetzt mal aus. Oh, die ist ziemlich krass. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, das ist cool. Hier unten sehen wir so ein bisschen die Zelda 1 Map. Das ist echt lang her. Hier haben wir die Amiibo. Holen wir die mal langsam raus. So, das kommt weg. Hier natürlich die Gebrauchsanleitung. Ja, und hier die Amiibo. Interessant. Und zack. So, wow, die fühlt sich echt gut an und ist wirklich, die wiegt auf jeden Fall was.
die gibt es ja auch in der Mario-Version mit einem Pixel-Mario. Vielleicht blende ich sie ein. Den Pixel-Mario gibt es aber in zwei Versionen. Den gibt es in der normalen, klassischen Version und in der Color-Version. Da ist der moderne Mario drauf, aber in Pixel-Style. Versteht ihr, was ich meine? Der Link sieht wirklich richtig cool aus. Fühlt sich auch echt gut an. Also es ist echt hartes Material. Ist aber aus Gummi, aber so ziemlich stabiles Gummi. Also da kann echt nichts abbrechen. Dieses Schwert hier, übrigens, wenn man sich Zelda 1 anguckt, sorry, dann ist das nicht das Master Sword, weil das Master Sword ist in Zelda 1 rot, hat einen roten Griff, warum auch immer. Soweit ich weiß, heißt das Schwert, glaube ich, Magic Sword. Das ist das zweite Schwert, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe Zelda 2 schon seit 8 Jahren oder so nicht mehr gezockt. Ich bin jetzt 15. Damals, als ich klein war, habe ich sehr gerne gezockt, Zelda 1. Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich schöne Amiibo. Ich weiß nicht, ob die noch Funktion hat. Ich weiß nicht, ich kenne nur diese Funktion, die da abgebildet wurde. Aber hauptsächlich hat sie, glaube ich, auch einen Sammlerwert. Was eine wirklich schöne Amiibo, das gebe ich echt zu. Ich persönlich bevorzuge die sogar mehr als den Pixel Mario. Auch wenn ich sagen muss, ich möchte mir natürlich auch den Pixel Mario holen. Ja. Er steht übrigens auf einem goldenen Podest. Und wir machen mal einen Vergleich. Der ist schon ziemlich schwierig und auf jeden Fall ziemlich breit. Der bedeckt eigentlich dieses ganze Ding. Ja, da kann man diesen Strich sehen. Aber das ist dieses Ding, da ich weiße. Ja, man merkt auch, das Podest von dem Young Link ist etwas kleiner. Sieht man leider nicht so. Boah, und der Young Link ist eigentlich, wenn man das Schwert hier nicht dazu zählt, dann ist der Young Link auf jeden Fall ein bisschen klein, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, das Schwert ist ziemlich, kann ziemlich leicht abbrechen. Natürlich habe ich noch andere. Auf jeden Fall ist Young Link im Nidus Link ziemlich einfach. Ich habe noch Melinda. Ja, ich weiß nicht. Ja, die ist auf jeden Fall größer, theoretisch gesehen. Aber Melinda, die habe ich in so einer in dem einen Animal Crossing Spiel, was ich niemals gespielt habe. Das kostet nämlich 10 Euro oder so. Doch, das habe ich schon gespielt, aber nicht richtig. Das kostet nämlich nur 10 Euro und ist auch nicht wirklich spaßig. Das kennt ihr schön. Da gab es so ein Set mit diesen zwei Amiibos, mit ihr, noch so einem Typen. Ich mag zwar Animal Crossing, ich habe einige Animal Crossing-Spiele, aber es tut mir leid, ich bin nicht so der Animal Crossing-Kenner. Ich kenne nicht jede Figur wie andere Animal Crossing-Liebhaber, aber ich mag die Spielerei auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall ziemlich leicht. Ich glaube, das ist die leichteste Amiibo, die ich habe. Und natürlich die dünnste. Dann kommen wir aber zum Hauptgegner der Reihe, und zwar Ganon ist die größte Amiibo, die ich habe. Die ist auf jeden Fall größer, aber habe ich hier noch Ridley. Ridley ist auch schon ziemlich groß, wenn man die Flügel dazu zählt. Ja, Ridley ist, glaube ich, sogar größer, wenn man die Flügel dazu zählt. Aber Ganon ist nach dem Pixel Link die schwierigste Amiibo, und dann kommt Ridley. Ridley wiegt auf jeden Fall was. Gucken wir uns nochmal Ridley an. Ich würde sagen, das hat eine ordentliche Größe. Aber dann kommen wir auch so zu Chibi Robo. Chibi Robo ist auch nicht klein, ja. Ja, aber ich muss sagen, Pixel Link wiegt am meisten. Ist aber auch eine richtig schöne Amiibo. Vielleicht blende ich hier mal kurz ein kleines Video ein, was die für eine Funktion hat. Hier so ein kleines Video. Muss man aber gucken. So, dann kommen wir zum zweiten Thema dieses Videos. Das ist diesmal kein Unboxing, zwar ist es dieses Licht hier. Ich habe nämlich auch als Weihnachtsgeschenk von einer Freundin ein Zelda-Licht bekommen. Ein Triforce-Licht. Sehr, sehr nett. Ich freue mich richtig, genauso wie die Amiibo. Danke an dich. Und wenn man, ihr seht hier dieses Zelda-Zeichen. Das ist ein Triforce. Es besteht aus Plastik, ist aber eigentlich, sieht gar nicht mal so stabil aus, muss ich ehrlich zugeben, aber es ist eigentlich ziemlich stabil. Es ist nicht groß, aber es leuchtet richtig krass, das ist kein Scherz. Hier drin sind kleine Batterien und da sind keine in der Packung vorhanden. Wenn ihr euch das kaufen wollt, dann als Vorwarnung, da sind keine drin enthalten. Ja, nur als kleine Info vorweg. Aber
Das Licht ist richtig hell. Also das ist kein Joke. Richtig, richtig hell. Ich kann es mal ausprobieren. Zwar, ich mache mal hier das Licht aus. Dann mache ich das aus. Und zu guter Letzt das. So, jetzt ist ganz dunkel. Und dieses Licht ist einfach richtig hell. Ja. Ich mag dieses Licht. Es macht wirklich Spaß eigentlich. Also das wird so... Also, das ist wirklich ziemlich golden. Also, das sieht jetzt im Video nicht so aus oder so. Es ist wirklich golden. Also, wenn es leuchtet, ist es wirklich sehr, sehr golden. Es ist ein wirklich sehr stabil. Und was ich auch sehr mag, ist, das kann man sich wirklich so neben das Bett stellen und man sieht einfach den halben Raum, der beleuchtet wird. Also, ich habe, das ist wirklich sehr nützlich. Kann man dann zocken oder lesen, ohne dass man, ja, lesen oder so kann man damit, keine Ahnung. Also, in der Nacht hat. Ja. Das ist auf jeden Fall dann, das ist auf jeden Fall ein cooles Licht, ist auch sehr stabil. Ja, das sind auf jeden Fall diese zwei Hauptdinge des Videos. Nochmal danke an dich und beziehungsweise an euch beiden für die Geschenke. Hat mich super gefreut. Natürlich habe ich den beiden auch was geschenkt. Keine Frage, aber auf jeden Fall hat mich super gefreut. Ich werde diese beiden Dinge auf jeden Fall sehr gerne nutzen. Ja, und dann Leute, das war's auf jeden Fall für dieses Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Macht's gut, Leute. Ciao.